Kommen Sie bitte rein. Ein Moment, ich muss jetzt mal hier mal meinen Stream vorbereiten. Kommen Sie bitte rein! Magie! Ich mache noch eine Runde mit euch mit, dann hau ich ab, dann gehe ich zu den anderen Jungs. Aha, sind wir dir nicht mehr gut genug. Ja, Bullshit. Stimmt doch gar nicht. Ja, so ist das jetzt. So ist das jetzt. Hast du neue Freunde gefunden und lässt uns einfach jetzt den Regen stehen. Ich komme ja dann wieder zu euch. Ihr seid nur die einzig Wahren. Die einzig Wahren, die nicht fake sind. Guck. Paki. Vorhin hat er ihn aufgefangen. Wie easy. Weißt du? Siehst du Keks? Nein, du musst springen. Springen, meine Schatz. Oh, Beppino ist beigetreten. Beppino. Ja, falls aus Get the Kimmy auf die Nerven. Er hat den Mund voller Keks. Cool. Und dann will ich ihm einen anderen Keks geben. Und ich wusste nicht, dass er noch einen Keks Hallo, hat. Sie müssen die Lobby starten. Warum? Damit du zu deinen Freunden gehen kannst. Nee, Beppo ist da. Der will seinen Granatenwerfer jetzt auf Platin machen. Beppo, ich würde empfehlen, nimm die Technikerweste mit. Ah ja, für die Dinger zu sehen. Ja. Dann siehst du das. Stimmt, wo ist die Technikerweste da? Da müsste ich, glaube ich, zwei Blankgranaten haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, aber isst du was auf der Arbeit? Danke. Dann esse ich alleine. Mir ist es wurscht. Ich sag mir nur Bescheid, nicht, dass ich bis 2 Uhr warte und dann habe ich Hunger und ich kotze dich an und ich krieg nichts zu essen. Hier ist doch eine Position. Oder Meister hab's, und wenn du zu viel das legst, dann findest du nur schon cool. Was denn? Ja, wir haben nichts, Bruder. Dankeschön. Du hast doch Spaghetteria gekauft. Ja. Warum? Weil ich komme, weil du das wirklich machst. Also, du hast es für mich gekauft. Ja. Dann esse ich das. Das macht mich sehr glücklich. Mach keine Dummheit. Was denkst du, kann man sich noch den Zero-Skin da kaufen, den komplett schwarzen? Den fand ich auch geil, aber gut. Oh mein Gott. Kann man, denkst du, da kommt wieder oder nicht mehr? Nimm den Knuff und dann machst du ihn dagegen. Dieser eine Superheld da oder welchen? Der komplett schwarz ist angezogen. Nee, ist. Der hat so einen fetten, geilen Eierschutz. Nee. Ja. Achso, ja, den kannst du, glaube ich, noch kaufen im Internet. Kannst du rein versuchen, Mann. Oh, die Pornofilme. Bei dem würde ich mir auch noch gerne holen. Granny. Ein bisschen Blutzeug, Mann. Der Feind ist in Führung gegangen. Hat der Spawn schon sich gedreht? Scheinbar. Ja. Ah, fertig in den Rücken geschossen. Ey, da hat einer den Dope-Skin, Alter, der ist auch geil. Den welchen? Den Dope-Skin, der ist mit Marihuana-Blüten. Ah, oh, cool. Der ist genauso wie der Baum, aber nur in grün. Okay. Er ist eine Handkatze. Da ich und die Putas Gabron. Komm da nicht durch, wenn man nachgehen. Einer ist komplett oben.
bestätigt. Nein, wurde ich in den Rücken geschossen. Dylan danach dazu? Ja. Dylan ist alleine. Dylan ist immer lustig. Der Keegan ist nicht da und der Thomas ist nicht da. Wo ist denn Keegan? Ich hab keinen Plan. Ich sehe nur, dass das Dylan alleine im Spiel sitzt. Marke gesichert. Abschluss bestätigt. Oh, Digga! Ja, mal Drohne. Sehr schön, Pepino, sehr schön, Pepino, sehr schön. Weißt du, dass ich meine LMG in hier gemacht habe? Ja, ja. Weil du hier. Das ist so einfach hier. Durch die Wand schießen, ich weiß nicht. Digga, schimmelt doch nicht immer im... Oh, der... Oh, jetzt wird mich der Hurensohn wieder, ey! Mr. Dagada, Junge, geh zurück wieder in dein scheiß Assi-Loch, Junge. Was? Ich hab Beep Beep geholt. Alter, meine Abschluss hätte kaputt gemacht. Die Missionszeit ist halb um. Sichert euch den Sieg. Wo? Der lag auf dem Boden, Beppo. Du kleine Schlampe. Der lag auch auf dem Boden, der mit dem schwarzen Skin. Ja, es ist, der hat sich auch vorhin geholt. Weil er hat mich danach geholt. Der Skin ist so grausam. Da wird natürlich nichts unternommen bei dem Skin. Der darf so dunkel sein. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh, tut mir leid. Der Kim schießt mir einfach Kugeln in den Rücken. Verräterin, Verräter. Ich wollte den Hurensohn kriegen. Deserteur? Ist so leicht, doch. Marcel hat mich auch schon ein paar Mal geholt. Einmal. Weil ich, aber ich bin dir, glaube ich, vor die Flinte gesprungen, kann es sein? Ja. Letztens auch. Keegan hat mich dreimal geholt. Dann dachte ich auch so, okay. Keegan, Hauptsache kriege ich Kills. Ich töte alles. Ja, er meint immer so, oh, Entschuldigung, oh, Entschuldigung, oh, Entschuldigung. Und dann irgendwie hat Kevin Dillon ständig erschossen. Oh Mann, ey. Aber diese nervt mich. Oh, der Kiffer-Skin nervt mich auch. Vito, wir müssen sofort runterhauen. Sofort. Im Haus schimmelt einer oben. Oh ne, oh, der mag mich nicht. Wo ist der Vitor? Da ist noch ein Vitor, da ist noch ein Vitor, da ist noch ein Vitor. Der muss weg. Vitor ist weg. Da war nicht mal der Rede wert, den hoch zu machen.
Digga, schau mir doch! Ey, oh, ich kenn schon wieder. Ah, der eine, wo in ihrem Haus der Schimmel. Dieser 13-12, der schimmelt die ganze Zeit in die Kackflugzeugträger hier, Alter. Welchen? Den rechten oder wo? Nee, der ist weg, der ist weg. Ich hab ihn erwischt. Er wollte wieder dorthin. Ja. Der. Egal. Ist. Was? Im Lager schimmelt einer. In der Mitte im Flugzeug. Ja, Kim hat's gemacht, einer. Und drüben im Haus. Best gamer in the world, hier. Jo, genau, ach Digga. Lässt euch einfach. Ach du blöde Nuss. Der kämpft noch immer im Haus gegenüber. Oh, Max, danke für den Raid. Wir haben das Feld gesichert. Reg dich nicht auf, du dreckiger Franzose. Die Lobby sind Franzosen. Immer diese Franzosen. Bitte, bitte, bitte. GG, guys. GG. Wie fernter Girl. Ich liebe es. Ich liebe Familie. Ich bin so fröhlich. So fröhlich. Ja, ich gehe jetzt zu dem anderen. Ich komme dann wieder. Geh weg. Ich komme dann nie wieder, wenn du so zu mir bist. Du liebst mich. Du kommst immer wieder zu mir. Bildest dir bitte nicht ein, ja? Sagst du das Gegenteil? Sagst du, wenn du so zu mir bist, dann komme ich nicht. Ja, Salvatore, du kommst aber zurück. Ich weiß das. Nur die einen und die keinen. Scheiße, Mann, ich darf nicht. Wasch deine Zähne, bitte. Schmerzen seines Vaters, Mann. Ihr müsst wissen. Ihr findet es jetzt nervig, dass ich ihm das 100-mal sage, okay? Aber er ruft mir an und jammert mir ein Ohr voll eine Stunde, dass er 10 Zahnschmerzen hat. Das stimmt nicht, ich habe ihn nie angerufen. Er hat Zahnschmerzen und heult mich dann voll. Das stimmt nicht. Putz, da liege ich sogar meine Hand ins Freund. Bitte. Ich komme gleich. Putzzähne. Ja, für den Buch. Ich will ihm ja nur helfen. Ach nee, Dylan ist in der Part. Ob er ist mit 6 Leuten in der Part, entschuldige. Ups. Ja, ignoriere mich bitte, Dylan. Machen? Ja, ja. Ich weiß aber nicht, wie lange ich noch mache, weil ich fühle mich irgendwie müde. Keine Ahnung. Ich habe mein Genick hier so weh. Nacken sagt man dazu. Nacken. Aber du hast mich verstanden. Mein Nacken. Gleich mein Adventskalender.
Der kannst du doch schon langsam machen. Ja, aber die Kerze brennt schon. Ich brauch eine neue. Ruf Kevin. Hm? Ruf Kevin, geh eine Kerze holen. Bestimmt sagen, ich habe meine Zähne geputzt und er hat seine Zähne gar nicht geputzt. Er dribbelt dich jetzt. Wenn er jetzt schon so anfängt. Ich habe Zähne geputzt. Ich schau auf meine Mutter, schau mal, wie weiß die sind. Ich glaub's ja. Ich glaube alles. Auf alles, was man hat. Ja, ich glaub's mir. Bibi, ich verliere meine Zähne nicht. Kommt noch! Kommt Nein, noch. Das darf nicht passieren. Mit deinem kleinen Hamstergebiss da. Wie gesagt, wenn du keine Zähne hast, dann bist du die neue Blowjob. Das will ich jetzt nicht, das bin ich auch so. Dafür brauche ich kein Gebiss. Blowjob. Willst du nachfragen? Wen denn? Kevin? Ja, natürlich! Nein, nicht nur Kevin! Kevin sagt sofort ja! Kevin sagt sofort ja! Also willst du eine Referenz? Ist es das? Was für Referenzen? Ich brauche keine Referenzen. Referenzen gibt es nur im Thema Mathematik. Wie ist die scheiß Konterdrohne? Nein, ja, die sind zu zahlen. Oh mein Gott, ich muss aufstehen. Ja. Gestern Abend habe ich mir mit der. Kennst du diese kleinen Mini-Bürsten? Die wo man so nehmen. Mit dir. Mir dann sag doch, ich rede mit dir. Ich rede die ganze Zeit mit dir, du Hirsch. Ja, aber kann ja sein, dass du Bimo mit Beppo redest. Ja, nee. Die kleinen Bürsten, ja. Du weißt ja, diese kleinen... Ja, ja. Die du dir extra so gekauft hast. Genau, die... Ja. Die man für die Zahnspange ja. benutzt hat. Ich hab das gestern gemacht, okay, überall so. Auf einmal fängt's an zu bluten. Ja, aber das ist sensibel. Das tut immer noch weh an. Das tut immer noch weh an dieser selben Stelle. Hast du dir denn vielleicht was aufgerissen, aufgeschnitten damit? Das wüsste, aber es tut halt echt weh. Und nicht, dass du kennst, wenn du so einen ganz kleinen Schnitt reingemacht hast. Kann sein, dass es das ist. Ein ganz kleinen Schnitt reicht schon. Sei mir ehrlich, mal, wer von euch benutzt Zahnseide? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Zahnseide benutzt. Geschworen. Gib ich zu. Und ich kann damit nicht umgehen. Die hübschesten Zähnchen, die du gesehen hast. Ich benutze nur Zahnstocher. Oh Gott, das ja, ist du kommst ja nicht inzwischen den Luken. Ich habe keine Luken. Ich habe die hübschesten Zähnchen. Nur fest genug reindrücken, dann gehen die Zähne von selbst auseinander. Oh Gott, der ploppt. Ey, dieses Geräusch immer. Diesen. Ja. Nee, meine Zahnärztin sagt immer, du hast wunderschöne Zähne, Kim. Das sieht man selten. Und ich bin immer so... Gib dir Rückendeckung. Das freut mich dann. Ich habe jahrelang eine Spange getragen. Also ich bin froh, dass ich scheiße. Ich habe ja auch Spange getragen. Ich habe es abgelehnt. Ich hatte keine Wahl. Meine Mom hätte mir die in den Mund gedrückt. Die Sache ist, ich schlafe mit der Zunge zwischen den Zähnen. Was schläfst du? Mit Zunge, was? Die so. Zunge. So. Oder wie? Ja, das ist das Problem. Das darfst du nicht. Und ich kann nicht schlafen, wenn das nicht so ist.
Ja, meine Mom, sie knirscht mit den Zähnen, sie drückt die dann aufeinander. Aber wenn du eine Spange hast, ne, bekommst du ja auch so eine Spange für nachts, in der Nacht. Weißt du, wie schrecklich das ist, so eine Spange zu haben und dein Freund schläft bei dir? Und du hast dann so eine Spange, so ich habe auch gehört, die zu tragen, deswegen. Schlimm ist die nicht. Die Nachtspange. Meine war so schön pink mit Glitzer. Ich habe sie am Tag halt oft getragen, zu Hause, weißt du, weil in der Nacht konnte ich halt nicht, wenn mein Freund bei mir geschlafen hat. Das oh, yo. Was campen die denn schon hier? Okay, meine Lieben, ich bin nochmal weg. Ich komme dann später wieder dazu, ja? Ja, glaub ja. Nee, du glaubst nicht. Danke, Beppo. Ich high five. Ich komme ja wieder zurück. Glauben wir das nicht? Das sagten viele Väter zu ihren Kindern. Genau. Er hat uns ersetzt. Er hat mich ersetzt. Ich hab's verstanden. Redest du hier dafür? Scheiße. Ich brauche einen neuen Salva. Will jemand mein neuer Salva sein? Achso. Ich bin nicht gut genug. Ja, du hast mich ja auch ersetzt. Ich hab dich gar nicht ersetzt. Was redest du? Hast du? Du gehst ja jetzt weg. Ich bin mit einem Missioner Crew. Ja, ne? Ja. In Ordnung. Wir haben's verstanden. Ich komm ja dann wieder. Digga, wo ist. Wir haben's verstanden. Auf Wiedersehen. Mach die Tür zu, wenn du gehst. Okay, wenn ich die Tür schließe, dann komm ich nie wieder. Wenn du meinst, das zu machen. Wenn du sagst, dass die Tür dann zu ist, dann komm ich nicht. Nee, ich hab nur gesagt, mach die Tür zu, wenn du gehst. Ja, dann wenn die zu ist, dann komm ich nicht. Nein, weil die Tür ist zu. Die Tür ist ja nicht offen. Ach so, ja stimmt. Ihr lebt ja nicht in der S-Bahn, da wo die Türen automatisch zu. Ich spüre, wie meine Liebe für dich kleiner wird. Dann bis später. Ciao. Dann komme ich wieder. Ciao, ciao. Mhm. Oh mein Gott. Gestern sollte er auch wiederkommen. Weißt du, wann er wiedergekommen ist? Nee. Um halb drei. Ich habe ihm auch gesagt, was erwartest du jetzt von mir? Ich gehe jetzt schlafen. Ja, er geht zu seinem besten Freund. Er geht zu Ali. Oh, Marcel geht nirgendwo hin. Oh, Marcel, er sucht in ihrem Spiel. Ah, wo bist du, Marcel? Ich meine, das ist gekickt. War einer Suchtschlagstropf, weißt du, du merkst das aber, ne? Ja. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Oh mein Gott, schon Zon. Bisschen unter Zon. So, ich meine Schleinhaie 4 und dir. Das sind noch neue Version. Ah, ist eine Ala. Ein Router Reset. Dinge, also ich kann absolut mein Waffen nicht high leveln, weißt du? Ich muss das machen mit. Wie hieß das? Blende. Ja, das kann ich ja nicht. Das ist nicht machbar. Nö, nee, dann müssen wir Dinge schon spielen. Du hast dann Shipment, du hast es mehr. Ja, mit der richtigen Massage Job. Kannst du gewonnen. Ich kann wirklich nicht gewonnen, wenn es darum geht, meine Waffen zu lernen. Boah, die Zone. Links, nice. Oh ne. Drohnen. Boah, da krieg ich den hin, dann sniper den anderen nun. Ja, sie snipert mal alle Seiten.
Oh Gott, ist überall ein Granat dran. Egal, wo man hier lauft, und zwar komm auf meine Seite. Oh, die Zone der Uhr, wenn er sein findet mit Dreck. Ah, ich seh nicht. Oh, ist das schon genug geknallt von da. Oh, haben wir gewonnen. Easy. Granat. Nee, kann ich wohl. Da sehen. Nee. Mann, ich spawne viel um Gegner. Ja, so. Und da stehen halt en masse. Du Idiot! Und der neue. Ich war ab der neue. Ups. Ich hab Hanata! Ach, Scheiße. Ich find's auch nicht gesehen. Easy. Wow, Botter. Mission erfolgreich abgeschlossen. Gute Arbeit. Er merkt. Ich vergiss, das ist den 2. Dezember. Was? Ma. Ich meine, im Zoll, weil so all daran nicht Band spruch. Muss ich selbst immer selber haben. Jo. Minute, Bappo, kann ich meinen Obmann? Scheiß Vodafone, ey. Ist nicht schlimm. Wir haben es gemerkt, als du plötzlich nicht mehr geredet hast. Ich dachte, dein Internet war dann halt weg. Stütz erstmal alles ab. Schmutz. Tja, der Nachbarn hat den Porno angemacht, da lief die Leitung nicht mehr. Das kann sein, ja. 4K Ultra HD VR. Mit extra Motion Control. Aber ihr könnt mich ruhig wieder einladen, wenn ihr Entschuldigung. Seid. Entschuldigung. Du wirst lachen, Marcel, ein Kumpel von mir, der hat ja eine VR-Brille und der wollte, dass ich das einmal sehe, wie das aussieht, so ein VR-Porno. Das Ding ist, es ist schon sehr intens, das Ding. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Oh. Also ich kann verstehen, dass Pornhub da Geld massiv drin investiert. Ich mache nur meinen Adventskalender auf.
Ich hatte bei mir so ein ist das Double Dip. Kennt ihr diese Dinger? Diese Lollis, wo du dippen kannst? Ah ja. Ja. Am ersten hatte ich Leckmuscheln drin. Warte, ich muss mal Discord hier. Ah, eine Kerze. Die ist nicht zum Essen. Nein, das ist warmer Kaschmir. Hast du so einen schwarzen mit 25 Türchen? Nee, so einen roten von Yankee Candle. Warte, guck, ich hab noch einen. Meine Kollegin hat eine gekriegt mit 25 Türchen. Wieso 25? Weil jetzt Amerika zum Beispiel 25 Türchen ist. Kevin kauft mir jedes Jahr diesen Kalender hier von Kinderschokolade. Und ich lege ihm jeden Tag all die Sachen morgens dahin, damit er sie essen kann. Wow, also eigentlich ist er für sich. Ja, aber ich würde es ja gerne selbst essen, weißt du, aber ich mache ihm eine Freude damit. Guck, ich habe eine Kinderüberraschung bekommen. Ich gucke immer den einen deutschen YouTuber, der macht immer alle Adventskalender auf. Boah, es gibt einen Adventskalender von Swarovski, den hätte ich mir fast gekauft. Aber ich habe gesehen, was drin ist. Das ist wirklich, also Swarovski müsste sich schämen. So teuer. Ich glaube, er kostet 850 Euro. Gut, aber auch der Harry Potter Kalender war pure Enttäuschung. Ja, ich wollte Marcel ja fragen, ob er mir den kauft. Also ich hätte ihm natürlich das Geld gegeben. Ach, guck, hier ist die Kerze von heute. Das war auch so eine kleine und die sind echt teuer. Aber wenn der Adventskalender schon eine Enttäuschung war, ist gut, dass du ihn nicht hast. Nee. Vergiss aber es. Aber dieser Adventskalender hier hat auch 100 Euro gekostet mit den Kerzen. Okay, aber Yankee-Kerzen sind auch geil. Genau, und es lohnt sich, also es lohnt sich, weil wenn du guckst, wie viel die Kerzen kosten, es lohnt sich. Und ich hab jeden Tag eine an. Gestern hatte ich die an, heute habe ich die andere an. Ja. Wobei, ich hatte gesehen, der Mario Adventskalender, der war richtig geil. Also das, was drin war, war cool. Den hätte ich auch genommen. Kostet aber 45 Euro. Ich wollte den hier eigentlich auf Amazon kaufen. Aber die hatten den halt nicht mehr. Und da war ich an der Balletol. Und da hatten sie noch stehen. Da hatten sie noch stehen. Und da habe ich den natürlich sofort mitgenommen. Ich meinte noch zu meiner besten Freundin, scheißegal, wie viel der kostet, der geht mit. 900 Euro. Ja, nee, ich wusste, dass er etwas um die 100. Du kriegst halt einen so wie den, da sind auch große Kerzen drin. Oder du kriegst nur einen mit Teelichtern. Aber... Ja, hast du einfach meinen Adventskalender, der 50 Kilo wiegt. Ja, er ist echt schwer. Es ist halt schade, weil guck, du hast ja diese Töpfchen hier, ne? Du kriegst ja diese Töpfchen, diese Gläser. Ja, was machst du mit den Gläsern? Wenn du nachher 14 solche Gläser hast. Du kannst die nutzen als so kleine Schutzgläser. Ja, aber ich hab die eigentlich... Oder machst du dir selbst Kerzen? Ja. Die vom letzten Jahr standen noch vor einer kurzen Zeit hier. Ich hab die alle weggeschmissen. Oder verkauf sie so als Dessertgläser. Ich könnte doch einfach Kerzen schmelzen von Action und die drin machen, weißt du? Dann hätte und verkaufen. Ja. Als Yankee-Kerze. Ich habe auch schon echt überlegt, mal Kerzen zu gießen als Hobby. Ich habe ja schon fast alles. Stricken, häkeln, flechten, Schmuck machen. Kerzen gießen würde ich interessant. Oder also was ich noch interessant finde, ist mit Lehm was zu formen. Wisst ihr? Diese Vasen. Nee, das ist richtig anstrengend. Was immer so pornografisch dargestellt wird. Ich glaube, das kannst du auch nicht zu Hause machen. Weißt du, Kerzen gießen könnte ich aber zu Hause machen. Muss nur aufpassen, dass ich kein Brand mache.
Nein, nicht nur das, aber Wachs. Wachs geht nicht überall raus, ne? Also um B einzunehmen, brauche ich ein bisschen Hilfe. Bei A brauche ich auch Unterstützung. Weil es ist jemand im Haus, der B im Auge hat. Versuch den mal wegzunehmen. Ich versuche auf B zu kommen. Warte, ich kann ihn blenden und dann habe ich... Ich bin gestorben. B ist gut, B ist gut. Ihr könnt zu B gehen. Ich hab... Ja gut, B wird gerade angenommen. Ah, jetzt nicht mehr. Ich laufe und ich springe. Ich hab C. Ich bin hatte C. Oben. Beppo da beim Fenster. Hab ihn. Kommt jemand? Ah, okay. Okay, ist gelöst. Ne, da kommt noch einer. Einer nimmt A ein, das darf nicht sein. Nein, da nimmt einer B ein. hab ihn, hab einfach Drohne. Jemand anders. Da ist jemand dahin gelaufen, Beppo, rüber. Dahin. Okay. Die werden mich hier sowas von hart nehmen. So, mein Controller sagt, er wäre jetzt wieder leer, Beppo, okay? Um 0.06 Uhr. Gucken wir, wie lange er aushält. Mist, ich hab's noch gesehen, dass da eine Claymore war. Ich hab es noch rot leuchten sehen. Ich renn auch ständig da rein. Wie, Hitmachgard? Es ist Hardcore! Alter, was läuft denn bei mir? Ist hier ein Junge. Entschuldigung, Beppo. Ist kein Stress. Oh, bei C sind zwei. Ich muss echt aufpassen. Meine Schmusedecke liegt sehr nah an der Kerze. Und ich glaube, weil die so alt ist, brennt die relativ schnell. Du hast eine brennende Schmusedecke. Ich habe sie jetzt auf meinen Schoß genommen. Dann hast du gleich ein warmer Schoß. Oh, das wäre so schlimm für mich, wenn die kaputt gehen würde. So 28 Jahre von meinem Leben einfach weg. Bedrohungen im Gebiet. Ah, Junge, was für ein Aim hat der? Kauf den Leben. Mann, da ist jemand im Haus, bei C. Da müssen wir putzen. Bei B auch. Ja, als ob, der gibt mir Tönung. Wir machen, die muss die wegmachen. Wir nehmen Charlie ein. Na dann. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hab den erschossen, einen Mate. Ja, come on. Was rapen die mich so? Ich hab dich gesehen. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Vielen Dank für deinen Spruch, ich liebe dich. Okay. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Mann, ich hätte es noch fast geschafft. Ich war aber fast bei A. Ich bin noch so. Der Feind hat einen Marschflugkörper
Aber hat sich ausgeruht. Mann, jetzt hätte ich Beppo fast erschossen. Die sprengen mich einfach weg, Bayer. Ja, ich krieg ihn nicht. Oh ne. Hä, der schießt auf mich und dann rennt er weg. Er hatte Angst um sein Leben. Oh mein Gott, wo ist er hin? Oben. Hier oben ist einer. Ich spiel grad echt fangen mit dem. Leute bei A. Ihr könnt einen nehmen normalerweise. Nein, da steht noch einer. Hab ich. Ah, müsste frei sein. Achtung, oben bei dir, hinter dir. Beppo. Drohne. Okay, ich gucke. Bei dir ist irgendwo einer gewesen. Hier hinten im Haus und snipe. Da rennt einfach an A vorbei, anstatt einzunehmen. Feindlicher Präzisionsluftschlag. Deckung suchen. Woher weiß ich, ob es ein gutes Geschütz ist oder ein schlechtes Geschütz? Wenn es auf dich schießt. Das ist ein böses. Dann ist so rot umrandet. Ja, dann ist es ein böses. Es ist ein böses? Ja. Ah, ich hab's kaputt gemacht. Ja, schade. Rein zu A. Unsere Konterdrohne ist aktiv. Feindliche Drohne im Einsatz. Wow. Ah, wer frei. Oh, guck, 5er Abschussreihe. Habt ihr das gesehen? Ich sag nur, der Kocker hat 10er. Der Captain gibt die Deckung. Bam, Helikopterschütze. Der eine, der rennt weg, Mann, das ist der Wahnsinn. Nimm A an. Beppo, okay. Alter, ist das Marcel mit dem? Ja, ja. Ich glaube, du hast unsere eigenen Mates aber auch weggepickt. Das kann sein, ja, das war nicht mit Absicht. Ich nehme A jetzt ganz schnell ein, mir egal. So. Digga. Einfach mal nur mit der Sniper mit einem Helikopterschütze gekriegt. Ich glaube, ich habe eine oder zwei mit meiner MP. Ansonsten nur gesniped. Ich gehe in meine Waffenkammer. Ich habe in der Waffenkammer noch 19 Sachen freizuschalten. Ich weiß es nicht, ich habe mehr.
Was sind Engländer drin? Bubbles. Bubbles. Soll ich so sagen? Hi guys! What's up? Und dann kommt wieder Go in the kitchen and make me a sandwich. Aber warum kann ich nicht reden? Warum dürfen die nur reden? Oh Marcel, die sind doch noch bei uns in der Gruppe. Ah, wir haben gut, dass ich die nicht höre. Bubbles sind Crip crazy. Ich würde echt gerne einfach mal so mein Mikro anmachen und gucken, wie die reagieren, wenn ich mit euch rede, weißt du? Einfach so sagen, na ihr Schwanzliebhaber. Nein, mir war... weißt du noch letztes Mal, Beppo, als der eine mich einfach nur eine Bitch genannt hat? Ja. Gut, ich hab gar nichts gemacht. Ich mach echt den Ton an. Das sniped jemand. Ja, ich hab's gesehen. Ja, du bist sofort nach links gerannt. Ja, ich hab nur das Aufblitzen gesehen. Ich hab dasselbe gemacht. Ich hab sogar schon Panik beim Autofahren, wenn ich aufblitzen sehe. Da ist du sofort sehr langsamer. Einfach nach links oder nach rechts abbiegen. Der Junge redet so viel, der eine, ne? Geh rein und sag halt die Fresse. Die haben sich alle schon hingekämmt an ihre Plätze. Solche kleine Spitze. Kleine Spitze. Mir so auf die Nerven. Steht da nämlich mal. Jetzt steht da. Ist das der Burger King Skin? Ja. Ich habe eine Krone auf. Wo hast du den gekauft? Bei EW irgendwas. Ich kann dazu. Neber. Sie schreien sich jetzt gegenseitig an. Ist auch eine coole Visitenkarte mit einem fetten Typ drauf, mit einem Whopper. Ich muss gerade lachen, weil der eine Typ hat seinen Kollegen aus Versehen abgeschossen und jetzt so, hey, what the hell, man? Wer hat sich aufgeregt? Da gehe ich da hin und klatsche meine. Crip Crazy hat Bubbles erschossen. Und Bubbles hat gesagt, oh man! Also ich hab nicht einen Killer. Ich auch noch nicht. Wo ist Bubble? Fucking just fuck. Entweder bin ich einfach nur scheiße. Ja, ich bin scheiße. Ich hab Bubbles fast getötet. Wir töten alle einmal Bubbles wird nicht gerne getötet. Ich hab Bubble getötet. Nein, jetzt erschießt er dich. Jetzt, er hat gesagt, er sucht dich jetzt. Das soll er. Peppo, der wird dich jetzt suchen. Der Teammate just killed me. Ey, komm, wir schießen alle auf Bubble. Ich hab ihn auch mal erschossen. Was denn? Schieß auf, er sucht dich. Where is he? Wer ist sie? Hoppla. What? Oh, Bubbles hat mich jetzt auch getötet. What the fuck? Guck, jetzt hat Bubbles Marcel erschossen. Jetzt hat er schon wieder mal.
Jetzt eskaliert das. Was soll der Scheiße? Du musst Bubble auch erschießen. Aber ich hab den Kerl nicht mal angefasst. Also wenn er mich jetzt erschießt, werde ich richtig stinken. Er hat Marcel auch erschossen. Marcel hat auch nichts damit zu tun. Mich hat er doch nicht erschossen. Ja, aber mich hat Marcel. Ne, mich hat er noch nicht erschossen. Sobald er mich erschießt, dann fange ich an zu schreien. Er ist hinter dir. Guck, er ist hinter dir, er ist hinter dir, er ist hinter dir, er ist hinter dir. Er versucht dich zu kriegen. Er hat gesagt, friendly fire will not be tolerated. Es ist nur ein freundliches Feuer gewesen. Das war keine Absicht. Nee, nur zweimal hintereinander. Du hast ihn zweimal hintereinander. Oh, du hast schon wieder ihn getötet. Er hat schon wieder einen getötet. Ich bin super. Ich könnte ihn noch einfach erschießen und dann sage ich so, oh, I'm so sorry. Und dann sagst du, du schickst ihm noch einen Cookie. Oh man, I'm so sorry. Ich hab einen Kill. Ich bin noch richtig Maschine heute. Stimmt, Bubble. Bubble war der Kill. Nee. Doch. Nein, ich hab Bubbles noch nicht getötet. Mach es, das ist lustig. Nein. Bubbles ist gerade vor mir. Ja. Yeah. Eiskalt vor mir. Er ist gestorben. Aber warum? Vom Gegner. Ah nein, er hat sich. Nee, er hat sich selbst umgebracht, weil er schon zu viele Leute erschossen hat. Hey, das heißt, er erschießt ständig die anderen Leute. Ich habe ihn noch nicht einmal Friendly Fire gemacht. Der Typ nervt mich über, der mit dem schwarzen, krassen Skin da. Diesen Ninja-Skin. Und bring dich um, Bubbles. Alles gut. Ah ja, wenn die zu ein paar auf mich losgehen. Oh, ich war einfach der letzte Kill, ne? Oder ich? Wir sind gescheitert. 60 Kills. Hey, ich hätte 11 Kills, wenn man die Kills von Bubble mittreffen. Hi, habt ihr gesehen? Wenn man Bubble mitrechnet. Wenn man Bubbles mitrechnet, ja dann. Ich hatte das Herz schätzelt dann öffnen und sage, good job, Bubble, good job. Proud of you, man. Proud of you, man. Teammates are not the enemy. Teammates are not the enemy. You did a good job, man. You did a good job. Proud of you. Proud. Guck mir ein schöne Whopper-Foto am Bild. The Burger King. Good job, man. Good job. Good job. Ich fand die Duo in Zukunft mehr cool, wie die in echt davor am MW2 war.
Ich finde es halt unfair, dass es das nicht in jedem Burger King gibt. Finde ich nicht gut. Streng gesehen habe ich schon nicht mehr bezahlt, weil ich schon Konditionen gelesen für den Skin zu kriegen. Du musst für 15 Euro am Burger King bestellen. Wie viel hast du dafür bezahlt? 20. Wo, was für eine Seite war das, habt ihr gesagt? Ineba. Ineba. Ja, Ineba. Ineba? Ja. Ineba. Hey, ich hab das, die eine Visitenkarte geschafft, eine Granate zurückzuschießen und damit jemanden zu killen. Hm? Was hast du da eingegeben? Burger King Skin oder wie? Ja. Haben wir überhaupt Luxemburg? Wir haben doch gar kein Luxemburg drin. Hast du Deutschland genommen? Sowieso aus dem Code Global. Warum kostet er hier nur 21 Cent? Ernsthaft? Ja. Aber guck, ob er den MW3 oder den MW2 aus. Du bist nämlich den also, ich. Zwei. Weil ich guck nachher. Konzentriere mich jetzt. Oh nein, das muss ja kein Sinn. MW3. Oh, das gibt keinen mehr. Ja, es gibt keinen mehr, glaube ich. Ah doch, hier, Call of Duty. Burger King Operator, Complete Set. Wir haben uns die Führung gesichert. Ja, es sind zwei Coder. Ah, kurz zu verfügen, 30 Euro. Euro. Hey, als ob ich Hitmarker mache oder was? Alpha 1. Der Feind hat zwei Zielobjekte besetzt. Wir müssen sie sichern. Alpha gesichert. Und für 32 Euro. Wir verlieren Alpha. Okay. Ich hätte lieber den Call of Duty Basher, Mann. Ja, der ist geil. Ich könnte hier so viel. Ich mag so große Becher, auch immer auf Festivals kriegst du so übertrieben große Becher. Ich finde nämlich Stefan und Red Bull. Oh, kannst du so gut daraus trinken? Ich hab, weißt du was, von was ich einen habe? Marcel wird jetzt den Kopf schütteln. Helene Fischer. Ich habe einen von den Helene Fischer, weil meine Eltern mir den mitgebracht haben. Aber was ich suche, ist eine so eine Red Bull, aber die einfach eine Thermoflasche oder so ist, wisst ihr? Ja. So was suche ich, so aus Metall oder wie auch immer. Aber das kriegst du auch nirgendwo. Wir nehmen Bravo. So was würde ich halt echt gerne haben, weil ich werde immer schief angeguckt wegen meiner Red Bull. Und dann werde ich meine Red Bull einfach da rein schütten jeden Tag. Wenn jemand fragt, sage ich, es ist Kaffee. Ich würde einfach so eine Apfelschorle-Flasche nehmen und Red Bull reinfüllen. Keiner merkt den Unterschied. Ich habe auch letztens gesagt, also, wenn ihr wollt, dass ich euch anfotze, ist ja kein Problem, dann lasse ich die Red Bull zu Hause. Da kannst du ja Kaffee trinken. Ja, und dann mach ich was? Dann hänge ich auf der Toilette. Und dann? Wer ist mir da geholfen?
Mann, ich kann nicht mal jemanden blenden. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Feind sichert Bravo. Entschuldigung. Meine Musik weibt mir. Vielleicht kann ich den blenden. Ja, okay. Ich kann einen blenden. Kontrollieren zwei Zielobjekte. Granate ist raus. Ich konnte noch einen blenden. Verbündete Drohne im Einsatz. Feind übernimmt Bravo. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Oh, ey, bei A. Scheune schimmelt dieser Red Dragon. Ja, ich hab's gesehen, der hat mich auch erwischt. Sag mir wo, sag mir wo. Hinten. Ja, hinten an der Scheune. Da, wo die Nate jetzt explodiert. Hat ihn aber nicht getroffen, oder? Da steht, ich hab ihn. Ja, er liegt jetzt draußen bei der Mauer. Aber es ist noch einer da. Es ist noch einer da rechts. Der wollte gerade mehr krass geleckt bei mir. Wer oben? Ich sehe, komm, wenn ich so weitermache, dann hab ich meine Tarnung. Yes, nein. Gott sei Dank. Hat er dich? Ne. Du bist vorm Haus und hinterm Haus kommt gerade jemand. Ich hab den. Nein! Nein. Geht einer bei B wieder? Ja, ja, wir sind bei B. Titio und ich sind bei B. Ich hab nicht gesehen, dass jemand draußen ist. Als ob. Ich nehme den von hinten. Es gibt ja die Leute, die diesen roten Skin haben. Das verstehe ich auch nicht. Das ist so obviously und so auffällig. Ja. Das wissen wir. Ich krieg wenig mehr. Ich versuche dahin zu kommen. Ah, nein. Da kam halt einer. Hab Blendgranate geschossen, aber. Zielobjekt Bravo gesichert. Titio war hartnäckig. Natürlich, trifft er mich. Zeuge hat mir was geschickt. Ach so. Oh Gott, er hat mir ein Herz geschickt. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Diese Bar B auf der linken Seite von C. Oh, bei C oben im hockt einer. Ich bin bei A. Ich auch. Schieß mir dran. Nein, vom Gewächshaus. Was ab? Ja, ich spawn nicht, ich sterbe. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Bei C unten campt einer. Und bei A. Diese Positionen sicher. Bei A campt auch einer. So, jetzt bin ich bei C. Wo machst du denn unten? Aktuell alle Zielobjekte. Holt sie zurück.
im Auto. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Na, Papin. Oh mein Gott, da geht mein, unser Mate mich erschießen. Okay, kriegst du zurück. Oh, ich hab mich geirrt. Ja. Roman. Ach man. Das ist kein guter Heli, ne? Nee. Böser Heli. Nee. Ich versuche ihn runterzunehmen. Wenn nicht der Gegner mich erschießt. Mann, ey. Er ist weg. Wo steht der denn? Bei B direkt on spot. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Wir kontrollieren Bravo. Feindliche Drohne aktiv. Wir nehmen Alpha ein. Feind sichert Charlie. Der ist schon wieder bei der Scheune bei A. Ich komme von der anderen Seite. Alter. Scheiße. Wir verlieren Charlie. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Wobei der Scheune. Ein anderer. Ne, ich bin da. Dann hat sie sich irgendwie bewegt. Ach man, ich hatte A gerade. Ja, um 6 Punkte. Boah, da kannst du ja echt viele Karten auch kaufen. Ich kaufe immer bei Eneba die PSN-Karten oder sowas. Oder MMOGA oder so. Wow. Ich kaufe die nie irgendwo anders. Ich kaufe nie welche. Oh, mir fehlen noch zwei taktische Abschüsse. Dann mache ich die auf Gold und ich komme meinem Ring immer näher. Wa. Ich spüre meinen Ring schon. Ich war auch meine noch Wette. Eine Runde und dann bringe auf Feierabend. Wie spät ist das? Boah, schon fast 1 Uhr. Halb 1 bitte, es ist 1:30. Kannst du ja echt viele Vorplatzskins auch kaufen. Ich habe hier so einen Stream nebenbei laufen die ganze Zeit. Oh, ich auch. Ja, warum ist meine DPI von der Maus verstellt, Alter? Boah, die ist ja richtig schnell. Einfach mal 8000 DPI gehabt. Ui. Ich versuche jetzt zweimal jemanden zu blenden, trotzdem. Hier geht's.
ist ja gar nicht Beppo. Ich dachte, das ist der Beppo. Was läuft denn mit Kampfmesser hier? Ja, come on. Ach man, dummer Hund. Guck mal, das wäre was geworden. Alter, was haben wir schon mal für eine Kacklobby, Alter? Die Stimmen zu zwei. Ich bin mir auch nicht sicher. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sicher. Mann. Bitte, lieber Gott, lass mich doch noch den einen machen. Ja. Tötet mich schon. Ich glaube, ich sag mir, die machen das manchmal Absicht, nur um ihre Punkte zu bekommen. Ach man. Ich will doch nur noch einen Kill machen. Verbündete Drohne im Einsatz. Stellung kompromittiert. Den Bereich bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Man. Ich nicht viel Geld. Doch, doch! Ich hab freigeschalten. So. Jetzt einfach nur noch töten und dann bekomme ich meine Goldtarnung. Und so. Jetzt müssen 10 Leute getötet werden, Beppo. Easy. Wieso stirbt er nicht? Ich bin ganz alleine. Ich stehe hinter dir. Oh Gott, ich habe dich nicht gesehen, Marcel. Danke. Oh, jetzt habe ich auf dich geguckt. Ich mach diese Tarnung heute noch. Nein! Du Opfer! Nein, ich hab nicht. Danke, dass du mich nicht erschossen hast. Feind in der Nähe! Wenn irgendein Mensch mich noch tötet, mache ich den Dingen an und ich schrei einfach richtig krass laut ins Mikro. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten.
Ich glaube, die schlafen alle. Just do it! Make your dreams come true! Sorry, Kim. Back nun. Ja. Ich konnte sowieso in einer Reihe, dass die Kim einfach nicht an den Discord rackern. Komm an den Discord, Kim. Ja, schade, nicht in einer Reihe, Kim. Weil du es auch demnächst gesagt hast, ich komme nicht rum. Und du warst bis heute nicht rumgekommen. Weil ich dann nicht mehr so so ein. Ja, guck. Du warst nicht rumgekommen. Du warst bis heute nicht rumgekommen. Digga, Herr Posse, Alter. Ups, sorry. Ich hoffe, den Text muss er. Ich hab jetzt auch was erschossen. Ja, Kim, wir machen das immer so schön, wir können es einfach nicht mehr rippen. Aber wir machen das einfach so schön, das. Okay. Ja. Nee, schon keine Karte kaufen, noch immer nicht. Kevin war immer krank und dann am Kange und ich hatte auch keinen Bock, da hinzufahren. Wow, Marcel, ich hab das gesehen. Ich muss mein Geld für andere Sachen ausgeben, Kim. Nicht schlimm. Ja, genau. Oh, Digga, ja. Yes. Das war ja genug. Da kam es auch innen. Ach, gut. Bestätige nächste Stellung. Entschuldigung. Wie sehr will man campen? Ja. Ich sehe manche nicht mal mehr campen. Die werden eins. Och, Digga. Wie krieg ich den einen, aber ich krieg den anderen nicht. Nein. Ich will doch nur meine Gold haben. Dir. Oh, ich kotze im Strahl. Dann treffe ich ihn nicht. Oh nein. Nein. Du auch, Peppo? Ja, und Marcel auch. Wir wurden von Nugget gekillt. Nugget. Nugget. Fuck Nugget. Extra Magazin. Das ist Fuck Nugget. Oh, da kam der und der Tunnel. Genau, Digga. Ich geh permanent vom Mate erschossen. Hinter dir. Wechsle das Magazin. Nein, Beppo. Nee. Schließe gerade meinen Chat. Was Kim schreibt. Ich will nicht voll in die Flinte. Nee. Nein. Oh, das war durch Glück kein Mate. Wah! Scheiß! Der hat da wirklich schon gerade so Kim so. Ah, Junge! Dabei sieht Kim meine Grimassen nicht. Ich
Ja. Ja, scheiß drauf, ich geh zum nächsten, Alter. Das ist eben meine letzte Runde. Auf den Rücken geschossen. Mist. Oh, mir fehlen fast keine Kills. Nee. Alter, ob Hitmarker oder was? 15. Der wirft einen für 1000 Granaten, ja. Der kommt da draußen. Die werfen so viele Granaten hier rein. Oh, Beppo, habe ich dich erschossen? Nee. Nee. Immer noch kein Gold, Mann. Was fehlt denn noch? Hinter dir. Was fehlt denn noch für Gold? Mann! Warum verlieren wir ständig? Nee. Kriegst du eine Antwort? Keine. Was? Ne. Ne. Nugget. Naja. Ah, Marcel, man hört nicht auf einem Lose auf, man hört auf einem Win auf. Nein, ich mache jetzt Feierabend. Ich bin müde, mir treten schon die Augen. Was, Wochenende? Ist mir scheißegal, mir treten trotzdem die Augen. Mann. Komm, Marcel, sei cool. Nein! Sei cool. Marcel, du willst doch ein cooles Kind sein, oder? Nein. Bin ich jetzt bis morgen. Drin. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Zum Abschluss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Willst du noch eine spielen, Beppo? Ja. Weil ich muss noch einen Abschuss machen und dann habe ich Gold. Easy. Geht Marcel jetzt raus oder was macht er? Ich glaube, er muss neue Lobby machen oder ihn rausschmeißen. Boah, wie schmeißt du jemanden raus? Ah, er ist raus. So, nur eine, ich mach noch eine Runde und dann gehe ich auch Schläfchen machen. Ich auch, weil ich möchte noch morgen früh noch Sachen machen. Ja, ich krieg Kopfschmerzen. Weil Kim kommt ja nicht in Discord rein. Nur dieses Gold haben, dann kann ich die nächste anfangen. Ich werde hier wohl noch einen Abschuss kriegen. Nee, Kiki, mir doch. Ich brauche noch ein Kill für Gold. Schon ein Wattlaufer, Kim. Und ich muss die Watt gewonnen. Ich muss alle dann wie drei Waffen auf Gold kriegen. Ich zähle das durch, Beppo, ich schwöre mir. Du bist genau Peter. Ich bezähle.
Ah, du hast schon einen. Scheiß, scheiß, scheiß. Oh, ist sie geblendet gehen, sie geblendet gehen. Wir kontrollieren Bravo. Wir verlieren Alpha. Wir haben die Führung übernommen. Ich will jetzt gerne suchen. Ich will das Herz gerne suchen. Ja, oh, da kämpft es ja bei A. Wir verlieren C. Verlieren alles. Oh Mann, die Leitung. Und ich kann einfach 10 mal ran. Der Feind hat einen Massenkörper gestartet. Gold ist da. Feind sichert Bravo. Kann ich nicht in die nächste Waffe ziehen? Nee, mehr Feuer B. Wir nehmen Alpha ein. Feuer mal los. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Ja, okay. Schon mal ein Kill kriegt. Der Feind hat alle Zielobjekte besetzt. Wir kontrollieren Alpha. Ah, ich bin da. Ja, okay, Gold aus Do. Wie gesagt, ich muss mein Watt gewonnen. Ich war alles für mein Watt gewonnen. Wat? Wie Hitmacher? Probieren. Ich komme noch C. Ich probiere C. Medo, ja. Ball, schon Ball, Ball, Ball. Ah! Hit macht er. Der Feind hat zwei Ziele. Sie wirkt froh und steht auf der Einsatzfläche. Nee, du war noch ein. Ja, Mann, ne andere und stehen da zwei, du. Oh mein Gott, hör auch. Oh, mir die gerade so fertig gemacht. Ja. Nallo! Nallo! Wie geht's dir? Es sagt Corona. Nein. Nallo, ich habe eben die nächste Waffe auf Gold gemacht. Natürlich hätte ich in den Rücken geschossen. Aber nicht von mir, ne? Ne. Ne, bei B aussehen. Ja, solange du keine, also solange du jetzt nicht mehr todkrank bist oder so, dann ist es ja in Ordnung. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Der Feind hat naja, wie gesagt, die Wette steht. Die Wette steht. Die Waffen müssen Gold gemacht werden. Mist. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Nee. Wir verlieren Charlie. Ja, die kämpfen dann. Übelst heftig. Hör mich an. Nee, die Wette sagt, ich muss auf Gold kriegen. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet.
Platin war jetzt nicht gesagt. Aber wir haben alles verloren. Gold ist schon sehr schwer für mich. Ich verzweifle bei ganz vielen Sachen. Okay. Danke, Nello, für die Bits. Nein, von hinten wieder gefickt worden. Ich hab B eingenommen. Mann, schon hab ich diese scheiß Taktik. Ah, okay, ich hab Taktik. Was verlieren wir nicht? Ich versuche A zu nehmen. So. Mist, ich habe ihn noch gesehen bei C hinten an der Säule. Nee. Nee, bei Burger King steht er jetzt. Okay. B habe ich verteidigt bekommen. Ich gehe weiter auf C. C nicht so, ne. Uff. Beppo, schaffen wir noch ein, zwei Runden? Ja. Definitiv. Ein, zwei Runden, ja. Aber danach bin ich auf dem Schritt. Also wir sind im Discord. Mist. Hat mich der Teammate gekillt. Aber ich habe eine Drohne. Oh mein Gott, er hat mich gepumpt. Er hat mich gepumpt. Wir sind in meinem Discord ganz nebenbei. Ja, die Leute sind verwirrt, ne? Manchmal sind sie bei Salva, manchmal bei mir. Ich habe neue Sohnen, das ist sehr schön. Und wir haben trotzdem weniger Punkte. Nein. Wir müssen die jetzt vehement verteidigen. Da kommen welche. Nein, da ist es. Entschuldigung, der Herr. Gehen Sie bitte weg von B. Danke. Wie wir den hier einfach so drei weggeranzt haben. Mist, ich hab nicht gesehen, dass der da gammelt. Mist. Wo hängt der bei C? Ah nein, die nehmen A wieder. Nein. Ah. Ja, sie nehmen wieder B ein. Nein, das ganze Team war bei, ja. Ich nehme Charlie wieder ein. Hallo. Moin. Muss nachladen. Natürlich. Ja, und selber. Alles supi. Gut, wir haben B wieder. Jetzt auf A. C, ich gehe auf C. Yes. Ich bin auf A, aber hier ist er. Hä? Beppo, hier ist echt niemand. Hä, warum haben wir Alpha verloren? Wir haben da so ein Gerät hingesetzt. Ein Gerät? Ein Gerät einfach einnehmen. Echt? Ja.
Ich habe meine Waffe auf Gold. Das ist welche denn? Ich habe keinen Plan. Die ich gerade spiele. Die du gerade spielst. Ich habe keine Ahnung, welche du spielst. Ich guck nachher. Hauptsache, die ist auf Gold. Also ich habe heute schnell mal die Messer auf Gold gemacht. Ah, schön. Das hat nicht lange gedauert. Ein, zwei Spielchen. Ich habe 15 Eroberungen. Was läuft? Ich weiß es nicht einmal. Ich habe nicht geguckt. 10. Mhm. Was? Boah, ihr macht die Einnahmen. Ich mach die Abschüsse. Aber wenn ich mit ihnen spiele, dann bin ich immer die, ne, die von links nach rechts rennt. Ihr müsstet einladen, weil... Ja. Ich kann euch nicht einfach so beitreten. Ja, ich habe das abgestellt. Ah, ja. Beppo, ist er online bei dir? Ich sehe ihn nicht. Warte, einen Moment. Gold ist da. Die Rival 9. Ah, okay. Und jetzt kommt die Striker 9. Und dann habe ich alle MPs auf. Ich hab Nello mal gar nicht, Alter. Ich hab dich eingeladen. Ja. Oh, geht Beppo einfach weg von mir, okay. Ich hab verstanden, Beppo, auf Wiedersehen. Ja. Bist du jetzt bei mir? Ihr könnt ihr nicht, warte, einen Moment, hier stimmt was nicht. Nee, nicht in der Suche. Einen Moment. Ich glaube, du musst mir nochmal eine schicken. Okay. Alter, das sind 800 Tarnungen. Ich habe 80. Ja, gut, aber... Benutzer nicht online, hä? Ja, ich bin online. Ah, nee, doch nicht. Doch. Klar. Sonst wäre ich ja nicht. Sonst ich ja nicht an. Ich nehme sie an und da kommt Fehler, Benutzer nicht online. Warte. So, nochmal annehmen. Ja, du bist doch bei mir. Geht's jetzt? Oder ist Dings bei mir? Oder ich bin bei euch? Nee. Wie? Wer ist denn jetzt bei mir weichgetreten? Ich hab nichts gemacht. Ich bin also, ich müsste jetzt bei dir sein. Ja, ja, du bist bei mir, genau. Ach so, ist das Beppo. Ja. Und ich hab dich auch eingeladen. Ja, also. Ich bin dabei, meine Waffe nur. Ich muss jetzt leveln. Dann lade ich dich mal einfach ein. So, jetzt. Warum geht das jetzt nicht? Annehmen. So, zack. Jetzt müsste es gehen, ne? Ja. Ja, 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 klar. Warte. Du kriegst die Beförderung. Dankeschön. Finde ich gut. Warte, ich guck nochmal meine Waffe. Oh, was? Ja? Wie gehst du denn raus? Ich bin nicht raus, das Spiel hat mich rausgeworfen. Achso. Das ist so nervig, das Spiel, ne? Oh. Na, wie findest du meinen Burger King Skin? Ja, gut, ne? So. Entlang. Warte, ich befördere dich nochmal. Weil mit meinen Lobbys willst du nicht spielen. Will ich auch nicht spielen. Dann würde ich nur gammeln. So, jetzt kommt die nächste Waffe. Warte, ich also, mit der 2er KD, da ist schwierig zu suchen. Nein, Quatsch. So gut fahre ich mal. Ja. Zu meinen besten Zeiten hatte ich immer nee. 1,6. Ja. Beste Zeiten hatte ich so bei 3. Aber schon lang her. Da war ich auch jung. So, ich bin jetzt mit der BASB. Gerade schon. Ich bin aber froh, ich habe die Messer hinter mir. Ja, die Messer waren noch einfach, oder was? Es also, ging. Richtig einfach. Weißt du, was ich am schlimmsten fand, ist der Granatwerfer. Ja, da bin ich jetzt dran. Da fehlen mir nur noch
11, glaube ich. Nee. Ja, die sind Direktabschüsse, ne? Nee, nicht die Direktabschüsse, diese Ausrüstung. Weil irgendwie die Leute spielen nicht mit Ausrüstungsteilen. Ach so. Ey, dann musst du Suchen und Zerstören spielen. Da spielt nämlich jeder mit Claymores oder mit Dingenskirch. Muss ich mal testen. Aber die Leute hassen dich. Die Leute hassen dich einfach nur. Du gehst nur auf Tarnung so. Die Bubbles, die Bubbles. Ja. Bubble hat uns richtig gehasst. Was sagt Kim da? LOL, Blacklist, BVB, nice. Oh, Hä? Hä? Fight for it. Jetzt muss ich mich wieder an eine neue Waffe gewöhnen. Warum? Die ist geiler, ne? Die ist wirklich gut. Gucken wir. Striker. Rival war auch ganz gut. Die Striker, ne? Ist cool. Einer kommt rein. Außen, einer ist am Fenster, oh, den hab ich schon mal. Oh, am Fenster ist doch noch einer. Komm, ich geh hoch. Ja, der ist rausgegangen. Naja. Ja, ne, da war ich weg, mein Freund. Einer ist bei uns schon auf unserer Seite, der kommt hinter dir hinterher, Beppo. Yep. Die Gegner, oh mein sind Gott. Weg. Wir kontrollieren zwei Ziele. Ich hab dich nicht mehr. Beppo auf dem Dach. Ja. Ist das Beppo oder ist das Nello? Ich weiß nicht. Ah, ne, Nello ist hier. Beppo, ja. Nello ist tot. Ich guck so alle meine Schäfchen hier, wo ihr lauft. Da ist da hinten auf dem Dach der Penner. Ich hab ihn gesehen, aber. Ich hab ihn. Ja, hab ihn. Kann ja nicht sein. Hab ihn. Dann geht er immer wieder zurück, oder? Nee. Das war neuer. Ja, er geht immer wieder an dieselbe Stelle. Er wird jedes Mal abgeschossen, stellt sich immer wieder dahin. Nee. Der eine stand da schon wieder im Fenster. So. Yes. Wo der blaue jetzt drin ist. Die versuchen B einzunehmen. Einer kommt bei unserer Seite. Hab ich. Oh, wenn ich ein bisschen Visier und Laser hier drauf hab, dann sag. Nein, der ist bei A. Hab noch einen. Einer ist da noch. Oh, wo ist denn jetzt? Mist. Ich geh über linke Seite. Rechte Seite sind zwei, drei. Bei der Brücke, was? Jop, hat mich. Immer noch. Ich sehe sie. Brücke immer noch. Ja, mehrere. Ich zwei weggemacht. Ein hab ich. Einer ist da noch. Einer kommt. Hat mich. Violence. Wie? Er übernimmt Alpha. Wie kann man Ach man, jetzt geht echt die Mates mich erschießen. Hab ihn. Ups. Ja, der hat mich auch erschossen, Beppo. Ich glaube, er hat sich gerade entschieden. Ey, wir haben A verloren? Ja, die sind zu zwei. Ja, aber wir haben C eingenommen. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn! Ich glaube, ich kann mal einnehmen. Ich komme. Okay. Der eine stand da in der Ecke. Ah, oh Mann, Bippe, da kommt jemand die Treppe runter. Nein. Hab ihn! Entnehmen. Nein, das ist oben wieder bei der gleichen Fenster. Beim gleichen Fenster. Ah, shit. Ich nehme das jetzt ein, wenn ich noch 10-mal sterbe. Go! Ich hab. Bei A sind sie immer noch.
Hab alle? Ja, ich hab C. Oh, ich renn. Ich renn immer vor dem. Um A gekümmert, einer ist da noch. Der hat mich gepusht. Komm. Ich schieße von oben, die sind schon ein paar. Einer steht da vorne in die Ecke. Einer steht da hinten. Einen habe ich. Einer ist noch da oben am Bodengammeln. Geh hoch, ich geh hoch, ich geh hoch. Er ist weg. Einer ist immer noch bei denen in Spawn oben. Nein, zu mehr jetzt, zu dritt. Okay. Einen habe ich. Hab noch einen. Hab noch einen. Haben noch einen? Haben noch einen? Cornelio ist eine Maschine, ich sag. Ja. Und wo? Haben noch einen? Aha, von der Terrasse. Haben noch einen? A einnehmen, A einnehmen, A einnehmen. Aber wäre schön, wenn du eine Sache lässt. Weil dann dauert das noch ein bisschen länger. Was mit dem Spawn? Ja, dass wir den Spawn haben von denen. Ich lass A sein. Ja. Dann können sie sich im A streiten. Wenn sie campen. Ja, sie machen das auch gerade jetzt. Ja, klar. Einer ist immer noch bei A oben auf dem Dach. Ja. Ey! Nee, ey! Ey, Kollege, bist du doof oder was? Was hat der da jetzt kaputt gemacht? Mein Bodenluftgeschütz, Alter. Dann hab ich gebessert. Dann stirbt er auch noch. Ach man, dann kommt die mich messern. Hab ein. Nein, nicht Alpha sichern. Wäsch. Wäsch. Ach man, Leute. Überleg doch mal. Überleg doch mal. Wir verlieren Alpha. Aktivität achten. Entschuldigung. Auf C. Mann. Ich bin doch gerade bei A gewesen. So ein ständiges Hin- und Hergerenne. Wo verlieren wir Alpha? Ich stehe einen Zentimeter neben Alpha. Aber cool. Hinter mir? Oh. Wir nehmen C ein. Oh oh. Easy. Bitch. Easy. Auf jeden Fall. No. Just GG guys, GG. Make your dreams come true. Hör mal dieses Triggern. Ich muss triggern. Ich muss. Immer diese Provokationen. Aber immer, ne? Aber waren die Gegner denn auch da? Oder? Also haben die mitgespielt? Nee, die haben nichts gesagt, leider. Aber normalerweise, wenn ich dann so GG geheißen, so, go fuck yourself, man! Fuck yourself, man, Alter. Geil. Oder geh in die Küche und mach mir ein Sandwich. Ja. Wie sieht denn das aus jetzt hier? Immer so dumme. Sag mal, du kennst dich doch hier ein bisschen mit diesen komischen Dings aus, ne? Hier tägliche Herausforderungen und so. Ja. Alles, ne? Ja. Da gibt's ja jetzt eine neue Tarnung, die blaue. Ja.
Was ist denn eine Hinrichtung? Hinrichtung ist mit dem mit der Animation. Den Finisher. Ja, habe ich aber heute schon dreimal gemacht. Kritische 15 kritische Söldnerabschüsse, was ist das denn? Okay, ist das kritisch. Das ist ein Verbrauchsobjekt. Söldnerabschüsse, was sind Söldnerabschüsse? Die kommen immer mit so komischen Ausdrücken. Was ist denn Packer-Punch-Abschüsse? Pack-and-Punch. Ah, Pack-and-Punch, das ist eigentlich, Zombie. Zombie, das ist eine Pack-and-Punch-Waffe. Ja, aber ich spiele kein Zombie, also mache ich die andere Herausforderung. Genau, du kannst entweder diese Tarnung über Zombie freischalten oder über mehr Spieler. Ja. Aber und die macht er das? Ich habe das gar nicht gesehen, dass man das machen muss. Nee, du musst die im Zombie nicht machen. Wenn du die im Mehrspielermodus machst, dann das genügt. Nee, auch das mit der Hinrichtung hab ich gerade eben erst gesehen. Jetzt, wo Nello davon redet. Wie geht das nochmal, so eine Hinrichtung? Hanatem, Atan, L3, R3. Okay, aber ich das ist das Problem. Ich wusste nicht, welches Knöpfchen das ist. Meine ganze Tastatur ist hinter ja mir. Ach, wo der sitzt, Junge. Hat er kein Zuhause? Doch, hier. Wird so ein Spitzer sein. Diese hier sind alle Spitze. Ich komme nicht einen Schritt weg, ohne erschossen zu werden. Ich weiß, wo die Gegner sind. Nicht da. Dahinter ist einer. Vorsicht. Oh mein Gott, hier sind mehrere. Oh, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Ich bin weg. Tot. Wer war hinter dir? Der hat einen Pumpe in der Hand gehabt. Okay, ich hab die aber alle bekommen. Okay, einer kommt noch. Der kommt über die Mauer. Ah, Schmeißt von rechts. Ich hatte nur den von links gesehen. Hier ist einer, der ist weg. Hä? Ich muss nur einen nah genug an mich ranlassen können, ne? Hat er jetzt echt eine Granate auf mich geschmissen? Du musst Totenstille einfach drin haben, dann kannst du einfach lang spazieren. Ohne irgendwie, dass du ein Problem hast. Aber ich habe keinen Totenstille. Ich spiele mit Trophy-System. Ich hab auch keinen Totenstille, glaube ich. Ich habe diese Sneaker an. Doch, ja, das ist. Sneaker reicht doch. Ah, das ist Totenstille. Ja. Dass du total leise bist. Ja, ich höre meine Schritte gar nicht mehr. Brutal, ne? Feindlich, nee, das ist nicht gut. Den schießen wir runter. Elefant. Auf der Map XD Map. Was redest du für eine Sprache, Kim? Ich habe echt Probleme zu verstehen, was für eine Sprache du redest. Was? Ja, also jemand im Chat bei Beppo. Ich hab echt, ich weiß nicht, was der da redet. Schieß das Helikopter runter. Das hat jetzt nicht Englisch geklungen. Schieß der Helikopter runter. Schieß der Helikopter runter. Ach, einer ist im Wasser. Läuft da durchs Wasser. Irgendwie. Oh, ein Freischwimmer. Jupp, und da läuft noch einer mit der Pumpe durch die Gegend. Auf der Map von dir. Wir haben echt keinen Map-Control hier. Also null. Ach, geht die Gegend, ich kann einfach von hinten. Bis. Mann, Hundesohn, Alter! Psycho-Locke! Du Locke! Du wirst erstmal gemessen, du Penner, Alter. Ich bin schon Locke. Was ist ein Wichser, Alter? Überhaupt, Nello, wie lief es mit deinem Auto jetzt? Ja, super, ne? Läuft. Alles wieder gut? Ja. Lief alles über die Versicherung jetzt, oder?
Nö. Aber ich musste nur 500 Euro bezahlen. Also. Das geht okay. Alles. Das geht alles. Also, ich hätte mehr gerechnet. Wenn das ein Motorschaden gewesen wäre, hätte ich auch mehr bezahlen müssen. Ja. Aber es war kein Motorschaden. Es war schon Motorschaden in dem Sinne, aber halt so eine Membrane war kaputt. Und da hätte keine Versicherung bezahlt. Ja. Das ist Usurpepo, weißt du? Ja, ich weiß, ich hatte einen Arbeitskollege, der sich privat ein Auto gekauft hat. Ein Audi. Und nach ein paar Wochen Steuergerät kaputt. Schaden von 5000 Euro. Zwei Leute kommen über Brücke. Aber das macht man lieber, also diese Executen sollte man lieber bei Core machen. Ja, ich hab's auch in Core gemacht. Aber momentan ist Shipment 24/7. Ja. Da geht's. Boah, ich muss weg. Ich muss weg, ich muss los. Bruder, ich muss los. Ah! Der hat mich nicht. Ich muss nur gucken. Ich weiß nicht, wie ich diesen Vollstrecker gemacht kriege. Du musst ganz lange Messern drücken. Und das von hinten aus. Ich habe das nämlich eben versucht und das Einzige, was dabei rauskommt, ist, dass ich ihm von hinten, weißt du, mit der Waffe eine gehauen habe. Du musst nah genug dran sein, dann kommt auch automatisch den Knopf angezeigt, dass du... Genau. Okay. Und du musst halt von hinten und am besten hast ein Messer in der Hand. Das geht am besten. Okay. Weil die campen ja echt nur rum hier. Ja, richtig schlimm. Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. Ja, endlich! Feindliche Konterdrohne in der Luft. Och meine Güte, du Camper-Noob, Alter. Der sitzt mit seinem Scheiß Pumpe in der Ecke und kämpft sie halt weg, Alter. Was für ein Kacklappen, Alter. Es ist Zeit fürs Bett. Ach, Quatsch. Ich hab meine Goldfahne, das reicht. Eppo! Ich Mist, hab ich dich mit erwischt. Ja. Du hast mich nur erwischt. Weil da war eine Mine, dafür hab ich den Lautsprecher. Und den hab ich doch kaputt gemacht. Beppo schießt die Leute ab. Beppo! Das war nicht gewollt. Erinnerst du, Bubbles schon erschossen. So oft tot. Bubbles hast du das Leben genommen. Der ist durchgedreht, hat daraufhin jedem anderen das Leben genommen. Aber Bubbles habe ich absichtlich abgeschossen, weil der sich aufgeregt hat. Ja, danach hat Bubbles jeden abgeschossen. Ja, sogar den. Sogar Marcel. Er hat dich gejagt und er hat dich nicht gefunden. Er hat mich nicht einmal getötet. Nein, er hat dich sogar gesucht, ne? Er meinte, ja, I'm gonna follow him, I'm gonna follow him. Da ist noch einer, Vorsicht. Hab ich. Hab beide. Nimmt er mich auch 10 Kilometer mit der Pumpe? Ja, wenn man's kann, Lippo. Oh mein Gott, wir haben uns erschreckt. Oh, manchmal sind die Spiel, also das Spiel ist manchmal schlimmer als ein Horrorspiel. Ja. Die kommt da einfach so um die Ecke gejumpt. Ja, du bist, oh Gott.
Einer ist rüber. Der kommt auf eure Seite. Vorsicht. Noch einer. Mist. Oh Mann, immer die Niederlagen. Aber ohne Scheiß, also die Map ging gar nicht gerade. Bei Team Deathmatch. Wenn's um was geht, also praktisch Herrschaft oder sonstiges, ne? Da laufen sie wenigstens ein bisschen rum. Ja, aber hier campen sie. Ah, absolut. Habe ich ja gerade gesehen, ey. Ekelhaft. Mit einer Pumpe, Alter. Was für Tiere. So. Eine Ründchen noch oder ins Bett? Eine und dann gehe ich ins Bett. Das Beppo auch. Ja. No. Jo. Ich weiß nicht. Ich bin müde. Dass du das voll durchziehst, Alter. Unglaublich. Was? Ja, ich meine, Beppo, Alter. Das mache ich ja, bei jedem Call of Duty. Nee, hast du nicht. Also den vom letzten habe ich nicht gemacht. Also seit ja, genau. Vanguard habe ich nicht mehr sehr gemacht. Ja gut, Vanguard habe ich komplett voll gehabt. Da war ich auch echt noch gut. Bei MW2 war es schon schlimmer und bei MW3 ja. Aber ich habe das Gefühl, die haben es einfacher gemacht, die Tarnungen zu bekommen. Weil, wenn ich bedenke, die Zeit, wie bei Infinity Warfare, da war es richtig schwer. Infinity habe ich nie gespielt, ich habe Dings hier gespielt. MW Remaster. Ja, aber Bippo, wir würden auch nicht so auf diese Tarnungen grinden, wenn erstens Salva nicht damit angefangen hätte. Ja, aber er spielt ja alle. Er hat ja alle. Er hat Interstellar. Ja, das war mir klar. Ich krieg sowieso nie im Leben Interstellar. Deswegen schön reingesuchtet. Ja. Deswegen, bei mir ist nur Gold. Das reicht mir. Ja, das reicht ja auch. Ich möchte Sternehimmel auf der Waffe sehen. Aber die Sternehimmel auf der Waffe sehen irgendwie nicht so geil aus. Also die Vortarnung, die Orion-Tarnung, ne? Von dem anderen Spiel, die sah gut aus. Die sah wirklich gut aus. Aber ich finde jetzt diese andere Tarnung geil, aber die kriege ich irgendwie nicht. Diese lila, keine Ahnung. Ah, die von Halloween da. Ja. Ja, die kannst du bestimmt kaufen, ne? Nee, die konntest du nur dir verdienen. Jetzt ja, und auch. Ich hab's noch nicht mal bemerkt, dass man die kaufen oder dass man die machen muss. Ja, da musstest du super viele Seelen sammeln, ne? Ja. Bei welchem Spiel? MW2. MW2, ja, aber MW2 hatte ja nichts damit zu tun mit Seelen oder wie jetzt. Doch, MW2 doch. Hatten sie das Halloween-Event und da, ich glaube, das kann fast die Tarnung kannst du jetzt nutzen? Ja, die Tarnung von. Ja, ja. Die Tarnung von MW2 gingen ja alle rüber. Oh nein, Beppo, Verwähler. Ja. Hä, wieso Verwähler? Mein Mikro. Sein Verwähler-Mikro, ja, hat gerade so. Ja, vor allem mein Spiel ist auch etwas hängen geblieben jetzt. Ah. Vorhin hat es so brutal geleckt, Mann. Also, Och nö, der kommt neben. Also, das. Ich versteh's nicht. Oh, da kommt mit der da. Ey, also. Wie dumm kann ein Mensch sein, alter Michael Myers Typ? Bist du so behindert oder tust du nur so, Alter? Ich stehe neben ihm. Und er knallt dich ab, oder wie? Ja. Und ich habe ihn ja auch nur angeguckt, die Potsau. Vorsicht, da sitzt einer hin in der Ecke. Blend den. Ich habe ihn. Vielleicht stun den. Sauber. Marke gesichert. Abschuss bestätigt.
Oh Mann, ey. Die Waffe ist so langsam. Wieso ist sie so langsam? Ach Mann, ich glaube, es ist wirklich Zeit fürs Bett bei mir. Freundliche Aerosolbomben bei eurer Position. Alter, jo. Geht das schon wieder los hier, scheiße Rotz. Ach, noch einer! Uiuiui. Einer ist im Haus drin. Ja, ich hab den nicht erwischt. Noch einer! Ich hab ihn. Beppo, noch einer. Mist! Mann, diese Waffe ist so langsam! Der sitzt da. Bei Core geht das ja. Ups. Bei Hardcore. Beppo. Du hast mich stück erschreckt. Will Beppo mich ja abknallen. Jo, die sind zu zweit hinterm Zaun. Und ich schieße auf den, aber er macht nichts. Er will nicht. Beppo wollte mich abknallen. Oh, ich hab den gar nicht gesehen. Ich war jetzt wirklich zu viel auf meine Waffe konzentriert. Mist. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Er sitzt einfach stumpf im Eingang und denkt sich so, boah, bin ich gut, oder? Das ist einer in der Tür, ne? Ja. Den treffe ich nur nicht. Hab mich jetzt auch schon ein paar Mal geholt. Boah, ist egal. Weil die holen ja eh keine Marken, also. Wir auch nicht, aber. Doch, ich. Ich renne übers ganze Feld und sammle Marken ein. Ich auch. Das ist gut. Ihr spielt Objective. Das ist gut. Wir wollen gewinnen. Wir wollen unsere Waffenkammer fertig bekommen. Einer sitzt wieder außen an der Mauer mit der Sniper oder nee, Sniper nicht. Mit irgendwas anderem. Mist. Ja, der ist aber nicht mehr da. Weg ist er. Blöd, Mann. Der hat sich verschmolzen mit der Wand, Alter. Was ist los bei dem? Ich sehe den nicht. Wo bist du? Ach, da ist er. Ja, ich habe ihn gesehen. Das ist ein Biolink. Ach man, da steht noch einer sofort hinter der Mauer. Ich hab ihn. Den Ghost? Ja. Ich glaube, es ist Ghost. Ich liebe Ghost, aber der nervt mich. Nein! Beppo, und mich nimmst du mit? Alter, der steht schon wieder sinnlos in der Kante, Alter. Ja. Oh mein Gott. Ich hab wie sagt Salva immer, ich hab Pistazienaugen. Beppo, der snipe direkt hier mal. Ja, der. Ich hab den. Steht auch direkt. Nee. Also. Die stehen so geil da, normalerweise easy Pizza, aber treff die heute nicht. Oh ja! Ganz wichtiges Thema. Wo er schon wieder steht. Ganz wichtig.
Oh, warum? Steht der am Haus oben? Mann, jetzt steht der neben mir, ey. Hier ist voll ätzlich, Alter. Ganz wichtiges Thema, ja. Beppo! Nein! Oh Gott! Ich habe ihn eine Sekunde zu spät gesehen. Mann! Das läuft ja richtig schlepp. Aber wir sind nur 6 Punkte vor, ne? Wir müssen da echt ein Auge drauf haben. Ich bin schon wieder tot. Aber meine Marke. Nein. Ich hab meine Marke zwar geholt, aber Neue Marke eingebüßt. Naja, klar. Oh scheiße, Beppo, da schießt jemand mit. Ja, misch weg. Ich hab mich noch gerettet. Oh Mann, dann snipt er mich über die halbe Map, dieser. Ich hab deine Marke. Keks. Nein! Ja, danke, Beppo. Wohl nicht mehr. Beppo, oben beim Auto steht jemand. Oben im Haus sitzt einer. Den kriegst du auch nicht raus, Alter. Der hat die bessere Pose. Nein. Ach, da ist ein Geschütz. Ich hab das Geschütz nicht gesehen. Da. Bebo. Ah, da ist ein Geschütz. Okay, jetzt hab ich's auch gesehen. Ich hab's erst gesehen, nachdem es mich 4-mal umgeschossen hat. Alter, jetzt kommt jemand mit dem Granatenwerfer. Nein! Nee, ich mach das Ding kaputt. Es bleiben noch 30 Sekunden. Ja, die sind alle im Haus und snipern. Wir sind vor, wir sind vor, wir sind vorne, wir sind vorne. Registriert. Ja. Ja, die müssen auch die Marken halt sammeln, sonst sitzen die vorne. Oh, der hat eine Marke eingesammelt. Ja, es wird knapp, muss ich sagen, es wird knapp. Ja. Nein, wir gewinnen. Ja. Alter, ich bin nur gestorben. Ich glaube, ich bin 41.000 Mal gestorben, glaube ich. Ich habe alles bestätigt. Gefühlt, ich habe 16, nee, 5 bestätigt, Alter. Das ist schon mal gut. Guck mal, ich habe 4 Abschüsse und bin einfach 5 Abschüsse und bin 29 Mark. Aber Kim hat alle Marken gesammelt von unseren Teammates, die gestorben sind. 14 ja. Stück. Ja, ich bin überall hin und her gerannt. Das ist gut. Komm. Das läuft. Okay. So. Feierabend. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, auf jeden Fall, ich auch. Also. Ich vom Stuhl. Ja, ich muss morgen erstmal einen neuen Test machen, weil morgen gibt's Essen, irgendwie. Ob du noch positiv bist, ja. Ja, nee, dann nicht. Dann ist Fastenzeit angesagt. Doch. Nein, Quatsch. Das wird schon. Ja, nee, also ich habe heute einen Test gemacht und der war immer noch positiv und morgen ist, denke ich mal, negativ. Für mich ist auch nicht schlimm, ne? Urlaub. Naja, ja klar, aber morgen ist der erste Advent und meine Eltern haben eingeladen zum Adventsessen. Ah, du willst futtern. Ja, klar. Futtern, was ist los? Was soll ich sonst? Futtern. Ja, nee, verstehe. Nee, aber ich habe bei mir ist es so, jeder Sonntag ist eigentlich, ja. Mittags zu meinen Eltern mal Hallo sagen. Echt? Ja. Könnte ich das nicht. Ist irgendwie schon jahrelang so. Krass. Könnte ich nicht. Ich bin froh, wenn ich meine Eltern nicht sehen muss. Also ich habe einen guten Kontakt mit denen jetzt mittlerweile, seitdem ich ausgezogen bin. Ja. Davor nicht.
Da hatte ich nur Stress. Ja, ich kenne das. Stress, Hektik und extrem Ärger. Ich kenne das. Mein Papa wollte mich Weihnachten rausschmeißen. Jo. Ja, ja. Das war schon krass, Alter. Einfach an Weihnachten. Ja. Aber ich habe auch Scheiße gebaut, muss ich dazu sagen. Ja, aber trotzdem. Jedes. Polen etc. Ja, aber das passiert. Ja, ich war da kurzzeitig mal in Holland. Ja. So einer bist du. So, ich sollte nur was mitbringen. Und du hast echt was mitgebracht? Ja, aber Gott sei Dank noch ein bisschen weh.